Auch wenn Klokoller und so weiter. So. Dann bekommt ihr mal eben eure Klamotten angepasst. Weil ihr nur Allgemeinmediziner werdet, ne? So. Und euch müsste ich ja ganz gut erkennen. Hier. Dann seid ihr neue Allgemeinmediziner. Haben wir drei neue. Falls wieder mal irgendwo was aufflammt, können wir sofort reagieren. Sehr gut. Dann haben wir das. Und du warst ja hier für nochmal Diagnostik. Dann haben wir auch dafür genug, hoffe ich. Das hat sich eingependelt, das pendelt sich gerade ein. Hier ist mal ein Allgemeinmediziner, der dürfte aber nicht das große Problem sein. Hier ist jetzt ein bisschen voll, aber das arbeiten die ab. Hoffe ich. Jetzt macht der Pause. Unglaublich. Unglaublich. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Ja, die Flüssigkeitsbeschleunigung könnte durchaus noch einen gebrauchen. Spritzi könnte auch noch einen gebrauchen. Ja, das wäre wirklich sehr wünschenswert. Taschenuhren sind ein Relikt der Vergangenheit. Mhm. Denn die Zeit ist reif für Raketenuhren. Auf jeden Fall. Um den Kopf, damit Sie immer wissen, wie spät es ist. Kaufen Sie heute eine Bangle-Raketenuhr. Und die Zeit vergeht raketenschnell. Habe ich jetzt... habe ich den jetzt eingestellt? Ach, weißt du was? Ich wollte eigentlich jemanden ausbilden und nicht jemanden einstellen. Da habe ich mich jetzt aber wieder schön verklickt, wa? Aber wenn ich natürlich über Raketenuhren nachdenke. Wer will keine Raketenuhr? Hier wollte ich doch draufklicken. So, du willst noch eine Ausbildung haben, ne? Stationsverwaltung 3. Da haben wir auch zufällig jemanden für. Alles klar. Haben wir. Können wir euch weiterbilden? Ja, ne? Behandlung 2. Da gibt es ja auch mehrere. Dich und dich und dich und dich. Dich nicht. Und wir haben schon wieder so viele Beförderungen. Das ist unglaublich. Ist aber auch ein großes Krankenhaus, ne? Und wir haben noch Platz, also wir können uns noch ein bisschen was erlauben, aber aktuell läuft es ja ganz gut. Hier fehlt Personal, aber das kann jetzt natürlich auch wieder mit den Weiterbildungen zusammenhängen. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch Weiterbildung, weil wir immer hoffen. Ne? So. Aber es gibt doch gar keinen Grund, hier Hunger oder Durst zu schieben. Wir haben doch an allen exponierten Stellen, haben wir doch was, oder nicht?
haben doch überall Automaten. Weiterbildung abgeschlossen. Instandhaltung des Spritzenhauses erforderlich. Also, richtig verstehen kann ich es nicht. Dass ich hier immer wieder lese, dass Leute sauer sind, weil sie essen und trinken wollen. Hunger, gutes Stichwort. Ich mache mir eine Leberwurststulle. Sehr gute Idee. Ich habe gestern meine Leberwurst aufgebraucht. Ob wir hier vielleicht was hinter den Automaten klemmen sollen? Doch gerade jemand gekotzt oder nicht? Ist ja okay, widerlich. Ich habe ein neues Hobby. Bienenzucht. Bisher habe ich nur 3 Bienen. Die sind nicht so leicht zu fangen, wie man denken würde. Bienen, ne? Ich blicke schon mit Freude all dem süßen, süßen Honig entgegen. Für euch gibt es hier erst einmal süße, süße Musik. Bienenfang. Ja. Das haben wir in Raft gemacht. Müssen wir auch unbedingt spielen. Aber der Gorilla hat einfach nie Zeit. So. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Warum ist hier eigentlich nichts grün? Das kann ich mir nicht nachvollziehen, ehrlich. Der ist tot. Ich kann doch hier nicht hier sowas hinbauen. Ist doch scheiße. Alle Geräte geupdatet. Sehr gut. Das wird auch weniger, das läuft, alles klar. Also verstehen kann ich das nicht. Hungrig, durstig, gelangweilt. Hier ist, die geht hier durch eine riesige, hier kann sie kaufen, hier kann sie essen. Hier ist doch überall, das verstehe ich nicht. Ja, dann hau ab. So. Auch das hier mit 6 Wartezeiten kann ich nicht verstehen, weil wir haben hier Personal 2 drauf. Ich meine, hier ist ein ganz schönes Gewusel, ne, auf der Station. Da kriegst du aber auch das Auge nicht zu. Aber dafür haben wir ja diese wunderbaren Schlafkabinen. Warum ist der jetzt gestorben? So. Geisterjägerausbildung. Irgendjemand wird die schon schaffen. So. Schade, dass man hier nicht die Farbe erkennen kann. Ich suche immer noch nach dem perfekten Hobby. Letztens habe ich versucht, Zaubertricks zu lernen. Und? Aber ich hatte das Gefühl, ich würde mich damit nur selbst belügen. Also habe ich es sein gelassen. Wenn irgendjemand ein gutes Zuhause für 2 Dutzend weiße Kaninchen kennt, dann ruft mich an. Kein Schwein ruft mich an. So. Wir können ja immer genug davon gebrauchen, ne? Gelb. Gelb. Und du auch gelb. Alles klar. Ein Krankenpfleger wird in die Chirurgie gebeten.
So, dann haben wir wieder ein paar Hausmeister eingestellt. Assistenten brauchen wir aktuell nicht. Ja, hier ist nichts nennenswert Gebrauchbares, oder? Na, die vielleicht hier. Dann mache ich dich doch einfach mal zum Chirurgenhelfer. Blassblau und du kriegst... Wo bist du denn? Da oben. Komm, im Zweifel brauchen wir nämlich noch eine Chirurgie. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon wieder Personal dafür. Können wir mal eben gucken, wie viel haben wir? 1, 2, 3. Mehr haben wir nicht? Wir haben nur 3 für Chirurgen? Und wie viele Chirurgen haben wir? 1, 2, 3, 4. Okay, also wir können 4 Chirurgenteams machen, dann brauchen wir noch eine Krankenschwester, Pfleger mit heilender Wirkung. Alles klar. Mal gucken, was da kommt. Ein Arzt zum DNS-Labor, bitte. Nee. Wobei, wir können natürlich mal eben gucken. Annehmen, befördern, 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 befördern. Ja, bei dir weiß ich nicht, was ich mit dir machen soll. Was bist du denn jetzt eigentlich? Chirurg oder Psychologe? Weiterbildung abgeschlossen. Das haben wir schnell hingekriegt. 1... 2, 3, 4. Wir haben 4 Leute in der Apotheke. Bei 2 oder 3 Apotheken. Ein Spritzmeister braucht noch ein Update. So, hier ist aber jetzt alles, ne? Auf dem Weg. Gut. So, Frakturstation 10 Leute. Kann ich mir nicht erklären, muss ich ehrlich sagen. Zwei Leute können hier drauf arbeiten. Wir müssten genug Krankenpfleger haben. Und hier sind kaum Betten belegt, aber angeblich so viele Leute, die auf Frakturstationen müssen. Hier ist Ricky Hawthorne auf Radio 2Point, bereit mit der Feder seiner Stimme eure Ohren zu kitzeln. Wir haben heute eine geniale Sendung für euch, also bleibt dran. Meine, ganz ehrlich, muss doch am Spiel liegen, dass die da nicht reingehen, oder? Es ist keiner auf Station und Nummer 1 weigert sich, einfach da reinzugehen hier. Die ganze Station ist frei. So, jetzt bewegt er sich mal endlich. Ganz, ganz komisch. Gut, Hygiene machen sie, das ist okay. Also auch die Steuerung der Personen, ne? Das ist ja völlig ineffizient, was die da machen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Also ich finde, die Station ist groß genug. Ich weiß nicht, warum das hier so...
Muss ich dich. Sehr hungrig, sehr durstig, sehr gelangweilt. Ja, ich weiß nicht, worum ich mich zuerst kümmern soll. Vor allem, wenn es so ein Schwachsinn immer ist. Also ich finde, hier gibt es genug Automaten. Tja, warum ist das so? Warum sind da jetzt plötzlich 12 Leute? Warum geht da keiner rein? Die Betten sind doch frei. Heute hat unser Sportidol Sebastian Grundsacher seinen Abschied bei den Two Point Oinks bekannt gegeben. Die Schweineschleuderliga wird ohne ihn nicht mehr dasselbe sein. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Dekinators gerufen. Ganz komische Verteilung hier. Ganz komische Verteilung. Notfallchirurgie. Nee, auf gar keinen Fall. Die Chirurgie, das ist so ein Fall. Das dauert alles viel zu lange. Aber wir könnten tatsächlich schon wieder einen neuen OP aufbauen, wa? So. Haben wir doch wieder eine große Gruppe ausgebildet. Wie sieht's mit den Assistenten aus? Hier könnte auch der ein oder andere eine Ausbildung gebrauchen, wa? So. Kundenbetreuung 4. Da haben wir einen Ausbilder für. Und los geht's. Was können wir noch ausbilden? Krankenpfleger. Ja, den würde ich natürlich gerne ausbilden, aber nicht unbedingt jetzt. So, Diagnostik 4. Ja, farblich richtig, genau. Dann machen wir hier doch einfach bei Handlungskompetenz 2. Da müssen wir auch den einen oder anderen haben, der das kann. Du und du. Genau. So, und dann habe ich hier endlich mal einen Facharzt, der ausgebildet werden muss. Aber zurzeit sind alle 4 Ausbildungsbereiche belegt. Forschungsobjekt ist abgeschlossen und wir kommen mit den Geistern einfach nicht vorwärts. Wie kann man denn Geister erzeugen? Ein Arzt wird in der Radiologie benötigt. Oh, sehr gut. Gelb. Kann ich nur gerade nie ausbilden. Und du hast ja die Ausbildung schon. Du kriegst auch gelb. So. Haben Sie Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen? Benötigen Sie dringend eine Finanzspritze? Wenden Sie sich an Stinkepinke24. Wen? Denn auch bei einem Zinssatz von 80% stinkt Geld noch immer nicht. Nee, das stimmt. Stinkepinke24. Die Lösung für Verzweifelte. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Brauchen wir den Platz für das Teil hier? Und dann stellen wir das mal dahin. Und hier ist bestimmt auch noch irgendwo Platz für sowas. Ih, das ist ja widerlich. Und stellen wir die Geräte mal dahin. Mal gucken, ob sie verwendet werden.